Wir befinden uns auf dem alten Zoll in Bonn. Hier steht eine Kanone. Hinten das alte Oberbergamt. Und wenn wir uns jetzt einmal mit einem Schwenk Richtung Rhein orientieren, dann erspähen wir in der Ferne die Doppelkirche. Und vorne die Kennedy-Brücke. Die führt Richtung Beul-Mitte. Beul ist das rechtsrheinische Bonn. Typisch dort sind Schornsteine ehemaliger Industrie. Und die Kirche St. Josef läutet gerade ihre Morgenglocken. Hier geht es auch ein ganzes Stück nach unten. Wir sind auf einer barocken Bastion. Das heißt, man verteidigte sich hier in großer Höhe gegen Feinde. Zur Barockzeit stehen am Beuler Ufer 70 Kanonen, mit denen Bonn eine ganze Woche lang beschossen wird. Weiter hinten das Siebengebirge. Wir sehen außerdem Nebel, der Drachenfels und Schloss Drachenburg im romantischen Ambiente. Am linksrheinischen Ufer der Postdauer, davor der lange Eugen, rechts daneben das einstige Regierungsviertel. Da vorne liegt Moby Dick. Das ist ein Schiff, das aussieht wie ein Wal. Dieser schwamm zu Regierungszeiten hier im Rhein und sprengte eine Bundespressekonferenz. Heute bringt Moby Dick Besucher von Bonn über den Rhein bis zur Lorelei. Genauso läuft das seit dem 19. Jahrhundert. Bonn ist Touristenzentrum Nummer 1 in Europa. 1 Million Besucher gehen damals jährlich hier aufs Schiff und bestaunen links und rechts die vielen Ruinen mittelalterlicher Schlösser und Burgen. Man kann hier außerdem gedanklich den Bogen schlagen für die Stadtmauer. Man nehme dazu die Distanz vom alten Zoll hin zur Kennedy-Brücke. Die zielt genau auf die Mitte der Bonner Rheinfront. Und von der Kennedy-Brücke dasselbe nochmal Richtung Norden. Dann gelangt man zur Beethovenhalle und hat so die grobe Dimensionierung des mittelalterlichen Bonns eingefasst. Eine kleine Stadt mit nur 10.000 Einwohnern bis zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Der Blick in diese Richtung war zu Beethovens Zeiten auch spektakulär. Im Hofgarten hat er wohl gespielt und als Mozart kurz in Bonn war, pilgerte er bis zur Kreuzbergkirche, die man damals von hier noch sah. Inzwischen sind die Bäume aber gewachsen.